Hallo zusammen, hier ist wieder euer Lan wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir finden unter Berufe und dann Lederverarbeitung und hier haben wir das Achievement immer auf Lager und für dieses müssen wir Folgendes machen. Führt die folgenden Handlungen aus, während ihr unter dem Effekt eures einfachen Kochfeuers steht. Und dafür brauchen wir dann insgesamt 6 Sachen. Wir müssen ein Knollset aufstellen, macht einen unverwüstlichen Bike geschmeidig, näht eine prächtige Biketasche, esst, Dirigens abgefahrene Chimärenkoteletts, angelt in einem beliebigen Schwarm, macht ein Selfie. Also da brauchen wir jetzt verschiedenste Sachen für. Und als allererstes braucht ihr natürlich Lederer und ihr braucht auch Kochkunst, sonst können wir das Feuer nicht aufstellen. Ich habe jetzt schon mal ein paar Sachen hier mir besorgt. Wir gehen jetzt als erstes mal her und stellen von unserem Beruf Kochkunst einmal das Feuer auf. Das ist das Erste, was wir brauchen. Also hier einmal ein Feuer ans Wasser hin. Ich habe mir schon einen Schwarm rausgesucht. Also ihr solltet irgendwo hingehen, wo ein Schwarm ist. Wenn ihr an die gleiche Stelle wollt, ich bin jetzt halt einfach ein bisschen von Waldracken runter, ne? Und habe hier dementsprechend mich hingestellt, Koordinaten 35, 69. Ihr könnt euch Schwärme auch anzeigen lassen hier oben, ne? Wenn ihr ein bisschen geangelt habt, dann kriegt ihr irgendwann so eine Flasche raus, wo ihr euch Schwärme anzeigen lassen könnt. Aber das nur am Rande. Gut, also wir stehen jetzt hier und als erstes würde ich sagen, angeln habe ich jetzt mit dem Main gar nicht in der Leiste, aber dann angeln wir jetzt einfach mal so raus. Wir müssen jetzt in einem beliebigen Schwarm angeln. Hier vorne seht ihr, ich habe die Einstellung gerade ziemlich runter, weil ich sonst mit 4 Accounts unterwegs bin und da macht es tatsächlich mehr Sinn, wenn das Netz so hoch ist. Also wir haben den Feuerbuff drauf und einmal geangelt, das passt schon. Dann können wir als nächstes unsere Selfie-Kamera auspacken. Das ist ein Spielzeug. Da haben wir es. Selfie-Kamera 2.0. Ich habe auch ein Videoguide dazu gemacht, falls ihr die nicht habt, ne? Die könnt ihr euch, glaube ich, einmal in VOD kam die rein, ne? Die Kamera. Und da müssen wir jetzt halt einfach irgendein Bild machen. So, Selfie haben wir geschossen. Dann können wir da rausgehen. Und jetzt brauchen wir noch das Gnollzelt. Und noch ein paar andere Sachen. Das Gnollzelt könnt ihr euch als Lederer selber herstellen, falls ihr das Rezept habt. Gnollzelt. Das Rezept gibt es übrigens auch über das Auktionshaus, beziehungsweise ihr könnt euch das auch dementsprechend quasi direkt kaufen. Das ist nicht sehengebunden. Oh, jetzt ist blöderweise, merke ich gerade, dass ich da zur Lederverarbeitungsbank muss. Also gut, da müssen wir dann nachher nochmal gucken. Dann stellen wir jetzt erstmal die anderen Sachen her. Unverwüstlichen Balk, da brauchen wir es. Das ist ein Rezept aus Classic. Da können wir quasi mit einem unverwüstlichen Balk und Tiefensalz dementsprechend den umwandeln. Da brauchen wir auch keinen Handwerkstisch, weil es ein Classic-Ding ist. Das machen wir auch. Fliegt das auch raus. Ich habe mir die Mats vorher schon geholt, ne? Falls ihr euch fragt, was das für ein Add-on ist, das ist Profession Shopping List. Da ist immer ganz praktisch. Dann kann man sich alle quasi Materialien tracken und die auf einmal kaufen. Das finde ich immer ganz angenehm. So, und was brauchen wir noch? Dann müssen wir noch die Chimärenkoteletts essen. Das ist eins der seltensten Kochrezepte, die es im Spiel gibt. Selbstverständlich habe ich das. Aber falls ihr das nicht habt, das hat man nämlich damals von der Akku-Öffnungsquest gekriegt, die relativ lang war. Oder lang ist, ne? Ne, war, weil die gibt es aktuell nicht mehr. Und ja, die sind aber nicht sehengebunden, die könnt ihr mal hart kaufen. Sind aber relativ teuer, da wollen die 500 Gold für eins haben. Ich kann die selber herstellen, theoretisch könnte ich ein bisschen Gold drüber machen. Und ja, die crafte ich mir jetzt einmal, dann futtern wir die. Und ja, wie gesagt, immer hart, aktuell für 500. Die werden wahrscheinlich auch noch runtergehen. Jetzt am Anfang mit dem Achievement, ne, sind die halt wieder teuer geworden. Jetzt schauen wir noch prächtige Bike. Achso, jetzt bin ich bei Kochkunst drin, das macht wenig Sinn. Wir müssen einmal hier rein. Prächtige Balktasche, da haben wir sie. Das ist ein Rezept aus Mist of Pandaria. Und da brauchen wir einfach 7 prächtiger Balk. Die stellen wir jetzt auch einmal her. 36er Lederertasche. Oh, vielleicht verkauft sich die sogar. Und jetzt seht ihr, brauchen wir nur noch das Gnollzelt. Jetzt habe ich blöderweise die Problematik, dass da ein bisschen Abklingzeit drauf ist. Das müssen wir gleich mal gucken. Eventuell muss ich hier dann nochmal herfliegen. Oder wir machen das anders, nehmen wir einen Postkasten, ist auch auf Abklingzeit. Ich vermute jetzt mal, dass mein Feuer verschwindet, wenn ich da hochfliege und das Ding crafte. Aber das werden wir jetzt dann gleich sehen.
So, also wir müssen einmal an den Berufstisch ran, um uns das Ding bauen zu können. Wo haben wir es denn? Nullzelt, also da haben wir es. Wie gesagt, also das ist im Aha für 800 Gold hier auf dem Server, 900. Ihr könnt es euch direkt kaufen, das ist eigentlich relativ egal. Jetzt schauen wir nochmal kurz hin, ob mein Feuer noch da ist. Also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass sich das verkaufen lässt. Ah doch, mein Feuer ist tatsächlich noch da. Sehr schön. Stellen wir das Gnollzelt auf. Ach, das ist ein Spielzeug. Moment, das habe ich schon gelernt. Ups, jetzt habe ich das nochmal hergestellt. Naja gut, dann habe ich es euch einfach jetzt nochmal gezeigt. Ich habe das gar nicht gecheckt. Das kann man ja immer aufstellen, weil das ein Toy ist. Das war jetzt ein bisschen dumm. Wo haben wir es? Nullzelt. Das Problem ist, das Feuer gibt mir jetzt gerade keinen Buff mehr. Man braucht ja immer den Buff. Eventuell müssen wir jetzt kurz warten, bis es wieder ready ist. Ah ja, guck mal. Da haben wir es. Das mal schnell zu. So. Jetzt haben wir den Buff wieder und dann stellen wir das Gnollzelt einmal auf. Findet da auch im Toy-Tab. Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und damit sind wir tatsächlich durch. Hat das Achievement gegeben. Schwer ist es jetzt nicht. Die Chimärenkotelett müsst ihr wahrscheinlich kaufen, ne? Und die anderen Sachen könnt ihr einfach nutzen. Selfie-Kamera und Gnollzelt sind halt Toys, ne? Selfie-Kamera, wie gesagt, da habe ich auch schon ein Video gemacht, falls ihr die nicht habt. Da könnt ihr gerne mal reinschalten. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement-Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.